Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 in der Season 3 und unserem Totenbeschwörer. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Meine Lieben, der letzte Build war ein Flop, muss ich leider an dieser Stelle so sagen. Er mag funktionieren, er funktioniert aber nicht bei mir. Ich habe anscheinend nicht die erforderlichen Aspekte, geschweige denn die richtigen Ausrüstungs-Items gehabt. Ich habe es ein bisschen probiert damit. Natürlich vielen Dank an dieser Stelle an denjenigen, der mir wirklich genauestens beschrieben hat, wie er diesen Build spielt. Aber er hat bei mir einfach nicht richtig funktioniert. Und ich bin auch in keinen gewissen Flow gekommen, wo es einfach läuft und wo man einfach Bock hat und wo es einfach geil ist. So. Ich bin jetzt wieder back to the roots gegangen mit einer kleinen Änderung, dass wir den Glyphen, was Dunkelheit und Geißler angeht und Golem vor allem, mit dem Golem habt ihr gesehen, spiele ich nicht. Ich habe andere Glyphen verwendet. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Wir sind von der Skillung her, wie gesagt, jetzt wieder bei dem Nekromanten mit Dienern angekommen. Und nachdem leider bisher nicht erforderliche Unique Rings, Ringe oder auch generelle Items einzigartig bei mir gedroppt sind, also doch gar nicht, was wieder mal sehr typisch ist und sehr bezeichnend ist für irgendwie mein Gameplay, weil ich sowas entweder erst ganz am Schluss mit 100 bekomme und wir brauchen ja doch leider mindestens 3 Stück, um dann diesen Build endlich auch fahren zu können, den ich vorhab, euch dann zu zeigen. Aber das geht halt jetzt momentan noch nicht. Deshalb fahren wir noch den Standard-Build, der aber auch jetzt schon richtig viel Spaß macht. So, meine Lieben, wir fangen an. Vielleicht mit dem Buch der Toten. Klar, Golems habe ich in die Wüste geschickt. Natürlich den Eisengolem geopfert, dass wir den kritischen Trefferschaden bekommen. Die Skelettmagier sind ganz normal weiterhin auf Schatten getrimmt, auf der mittleren Position. Und die Skelettkrieger benutze ich nach wie vor, die Schnitter, auf der mittleren Position. Dann Seneschall-Konstrukt sieht so aus, dass wir... ich bin immer noch beim Fokusfeuer. Das Fokusfeuer jetzt zumindest auf Rang 5. Finde ich super, macht... Es ist auch ein geiler Effekt. Es sieht auch von der Optik super aus. Ich hatte zwischenzeitlich mal den Orkan ausprobiert. Der ist allerdings erst bei mir auf Rang 3 und der hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Vielleicht muss man da später noch ein bisschen spielen oder da, ich glaube, ein Leitstein war bei mir, nein, falsch, ein Abstimmungsstein habe ich mir auch noch nicht freischalten können. Und zwar ist es die registrierte Schadensunterstützung. Vielleicht ändert sich das dadurch, wenn wir mit Orkan spielen. Auf jeden Fall, noch ist es eben noch nicht so weit. Ich spiele mit Fokusfeuer, ich finde den richtig klasse. Und eben mit dem Fokusfeuer als Distanzwaffe, mit der Lichtbogenunterstützung, dass eben
diese jetzt zumindest auf Rang 4 kann ich bis zu 4 weitere Gegner treffen. Mit der hurtigen Unterstützung, dass generell von unserem Konstrukt einfach die Angriffsgeschwindigkeit erhöht wird von eben 30% immerhin jetzt auch auf Rang 5. Und die Stellungsunterstützung ist einfach eine Defensive für uns, dass wenn unser Seneschallkonstrukt eben Schaden verursacht, dann erhalten wir 180 Stellung. Zusätzlich einfach zu der normalen Barriere, die sich ja nach wie vor bei uns aufbaut, wenn wir Schaden bekommen. Als Nahkampffähigkeit von unserem Konstrukt habe ich nach wie vor das Kreisen drin. Wir haben ja letzt auch durch den Patch 1.3.1 wurde das Konstrukt ja in allen Fähigkeiten gepusht, dass es stärker wird. Das hilft uns natürlich auch nochmal zusätzlich mit der Verhöhnungsunterstützung, dass eben unser Konstrukt eine Spottfunktion bekommt, eben den Gegner anspottet, die Aggro auf sich zieht und wir einfach immer noch eine gewisse gesunde Distanz zum Gegner haben, um dann diesen mit unseren Schattenschadeneffekten über Zeit eben zu dotten, mit den Leichenranken zusammenzuziehen. Und letztendlich machen unsere Skelettmagier dann noch den Rest, dass sie eben Schattenblitze auf den Gegner abfeuern und wir dadurch eben auch die Möglichkeit haben, dass Schattenseuche brockt und dann ja der Schaden unglaublich groß wird. Die Initiativunterstützung habe ich mir hier noch mit reingepackt in Verbindung mit dem Kreisen, dass eben das Seneschallkonstrukt bei Gegnern, die jetzt etwas weiter entfernt sind, die Fähigkeit hat, sich zum Gegner zu teleportieren. Das fand ich sehr sinnvoll. Und wir haben die Giftunterstützung, dass immerhin jetzt schon mal 60% des Schadens, den halt unser Konstrukt sozusagen verursacht, 60% des Schadens wird sozusagen über 5 Sekunden als Giftschaden gewertet und somit auch ein Schaden über Zeit wird ausgelöst. So, Fertigkeiten machen wir gleich. Von der Ausrüstung her hat sich ein bisschen was bei mir verändert. Wir tragen ein neues Amulett, wir tragen 2 neue Ringe. Wie anfangs erwähnt, leider ist der Mendelring noch nicht gedroppt. Der X-Fallring wird letztendlich ja auch erst zu einem späteren Zeitpunkt hoffentlich droppen, wenn wir Duriel legen. Soweit sind wir aber noch lange nicht. Was ein bisschen ärgerlich ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, warum das Blizzard gemacht hat, weiß ich nicht, aber wir haben, was den Skelettkrieger bzw. Magier-Aspekt angeht, haben wir nur noch den Skelettkrieger in unserem Kodex der Macht als festen Aspekt, den man halt freischalten muss. Den Aspekt des Skelettmagiers haben wir nicht mehr drinnen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe momentan echt Schwierigkeiten, diesen Aspekt zu finden, weil ich ihn dringend benötige für neue Schuhe, die mittlerweile in meinem Lager auf ihre Tragensberechtigung warten, muss man fast sagen. Ich aber diesen blöden Aspekt einfach nicht bekomme, dass ich hier nochmal die Skelettmagier die Anzahl um 2 erhöhen kann. So, ist schade, aber kann ich nicht ändern. Ansonsten haben wir noch die gleichen Ausrüstungsgegenstände wie auch in meinem letzten Video. Der Kopf ist gleich geblieben, fand ich sehr hilfreich. Alle Werte, Intelligenz, Rüstung und Leben. Die Brust, Intelligenz, Schaden des Typs Schatten, Rüstung und Leben. Und hier seht ihr schon, wir haben hier den Min-Roll, was diesen Defensiv-Affix angeht, dass wir eben 4 Sekunden lang, im Max-Roll wäre es 1,1% bis, glaube ich, 66% mehr Rüstung bekommen. Und ärgerlich, ja. Es ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich mit der Season auch nicht so viel Glück. Kann gut sein. Ich will nicht jammern. Auf jeden Fall, hier ist es natürlich klar, wir fokussieren natürlich hier, dass wir möglichst bald hier den höheren Affix, den höheren Roll bekommen, um das endlich auszutauschen. Hier wiederum haben wir den Max-Roll bekommen, endlich mal, was die Leichenranken angeht. Ihr erhaltet 6 Sekunden lang eine 20% höhere kritische Trefferchance, wenn ihr Leichenranken wirkt. Ihr fügt Gegnern, die durch Leichenranken Schaden erleiden, 40% zusätzlichen kritischen Trefferschaden zu. Die Handschuhe, alle Werte, gut, Willenskraft ist jetzt nicht so toll, Intelligenz wäre besser gewesen, aber es ist in Ordnung.
10,5% kritische Trefferchance. Das wiederum ist ganz gut. Wir kommen nämlich jetzt immerhin jetzt schon annähernd an die 30% kritische Trefferchance und haben dann nochmal 3 Ränge für Pest drauf, die ja auch kritisch treffen kann. Bei der Hose bin ich noch auf meiner alten Hose, glaube ich. Ja, es ist genau alle Werte. Leben für Diener, Entschuldigung, Leben, 3 Ränge für Leichenexplosion. Und hier haben wir einen ganz passablen Aspekt vom Roll bekommen. Wenn wir oder wenn ihr einen Elite-Gegner, wenn wir einen Elite-Gegner Schaden zufügen, erhalten wir eine Barriere, die 10 Sekunden lang, was ist? Entschuldigung, die 10 Sekunden lang bis zu 2836 Schaden absorbiert. Und dieser Effekt kann eben nur einmal alle 30 Sekunden auftreten. Finde ich sehr hilfreich, hilft mir, behalte ich. So, Stiefel hatte ich euch im letzten Video ja auch schon mitgeteilt. Wir haben endlich Stiefel bekommen, die uns nochmal 3 Aufladungen, 3 maximale Aufladungen auf Entrinnen gaben. Natürlich in Verbindung, ganz wichtig, mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Dann gut, dann haben wir hier noch einen Feuerwiderstand drauf. Schadensreduktion, wenn wir verletzt sind und 3 Ränge für die Leichenranken. Und natürlich ein Maximum, dass die Skelettmagier um 2 nochmal erhöht werden. Der Zauberstab ist auch ein neuer, mit immerhin jetzt da schon mal 15% Glückstrefferchance, 75 Intelligenz, 21,8 Schaden gegen verwundbare Ziele. Wir können ja über unsere Leichenranken verwundbar auslösen und das ist ganz praktisch dann. Nochmal 13,5 Schaden über Zeit, ist natürlich super für unseren Nekromanten und 34,5 Schaden gegen verletzte Gegner. Hier habe ich leider auch nur den Min-Roll drin, was den Affix betrifft. Verursacht pro Sekunde, die ihr stillsteht, 5% mehr Schaden bis maximal 30%. Letztendlich natürlich ist egal, welchen Aspekt ich, was diesen Typ angeht, trage. Wir kriegen immer die 30% mehr Damage, aber wenn wir natürlich die 10% hätten, hätten wir einfach in 3 Sekunden die 30% und über die 5% haben wir eben erst in 6 Sekunden die 30%. So, das Amulett ist ein sehr, sehr schönes Amulett. Wir haben leider keine Rüstung mehr drauf. Wir haben auch keine Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Dennoch habe ich mich entschieden, dieses Amulett zu nutzen, weil wir hier einfach genau die Ränge brauchen, die für diesen Bild jetzt momentan wirklich sehr, sehr vorteilhaft sind. Das ist natürlich einerseits 3 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche. Sprich, die Leichenexplosion wird mit 3 Rängen verstärkt und die Leichenranken werden mit 3 Rängen verstärkt. Und das ist das, was bei diesem Bild jetzt unglaublich reinhaut, das ist 3 Ränge für die passive Fertigkeit verstärkter Schaden. Das war ja die passive Fertigkeit bei den Flüchen. Da haben wir jetzt eine 6 drin stehen und wir machen im Grunde, wenn wir den Fluch des Alterns auf den Gegner setzen, ist er sozusagen markiert und wir machen bei diesem Gegner 24% mehr Damage. Und das habt ihr auch im Video gesehen, das ist brutal, das haut so rein. Und das ist entlastend, wenn wir eben jetzt auch noch keine Unix gefunden haben, was diese Spielweise angeht. Wir haben einen schönen Flow, der Gegner kann uns nicht gefährlich werden, er kriegt einfach unfassbar viel Damage. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Dann haben wir hier natürlich den Aspekt drauf, ihr verursacht 6 Sekunden lang 149% mehr Schaden, nachdem die zentrale passive Fertigkeit Schatten solche Gegnern 10-mal Schaden zugefügt hat. Wir hatten im letzten Video hatten wir den Max-Roll mit 180%. Gut, jetzt haben wir knapp 150, das ist in Ordnung. Damit kann man schon ganz gut spielen. Der Ring ist neu, Band des Verfalls. Einerseits musste ich die Ringe upgraden, auch was unsere allgemein, was unsere Widerstände anbelangte. Mit 26,2 Schaden gegen verwundbare Ziele, 21% Schaden über Zeit, 30,8 Schaden gegen Gegner in der Nähe. Das ist sehr wichtig, weil ich jetzt eigentlich schon, nachdem ich auch wieder mit Knochensturm spiele, möglichst nah am Gegner da dran sein möchte und der Glückstrefferchance, die ich durch Glück Gott sei Dank hier drauf zaubern konnte. Dann natürlich hier das Pendant zu dem anderen Aspekt der Schattenseuche. Jedes Mal, wenn die zentrale passive Fertigkeit Schattenseuche Gegnern Schaden zufügt, erhöht sich der Schaden der nächsten Schattenseuche innerhalb von 10 Sekunden um 27%. Da sind wir jetzt eher im Min-Roll, ist aber nicht schlimm. Es haut trotzdem rein.
Dann habe ich hier natürlich einen, also was heißt natürlich, ich habe jetzt hier erstmal einen Diamanten reingesetzt. Es geht jetzt erstmal darum, unsere Widerstände auf ein gesundes Maß zu bringen. Letztendlich über die nächsten Paragon-Tafeln, die wir erreichen, werden ja auch unsere Widerstände auch nochmal etwas ins Auge gefasst. Dann können wir hier getrost irgendwann die Diamanten rausnehmen und durch beispielsweise Totenschädel ersetzen, um unseren Rüstwert nach oben zu treiben. Und sofern dieser eben oder eventuell eben dann schon hoch ist, könnte man natürlich noch vereinzelt gucken, dass wir unsere einzelnen Widerstände auf das Cap bringen. So, der zweite Ring ist auch ein ganz netter Ring mit 31,5% kritischem Trefferschaden, 24% Schaden des Typs Schatten, 28,5% Schaden gegen Gegner in der Nähe, das ist wieder super, 34,5% Schaden gegen entfernte Gegner. Da haben wir nun beides, das ist auch gut, und hier natürlich den Max-Roll der Barrierenverstärkung, was den Schaden angeht, nämlich um 25%, solange wir eine aktive Barriere haben. Das heißt, wir haben über die Barriere 25%, die wir mehr Damage auf den Gegner machen, und über den verstärkten Schaden unter den Flüchen haben wir auch nochmal 24%, wo wir mehr Schaden machen. Das zusammen mit der Barriere, das ist schon wirklich, wirklich sehr gut. Als Fokus tragen wir diesen jetzt momentan, 21 alle Werte, natürlich der standardmäßigen Abklingzeitreduktion von 10,3%. 6,3% kritische Trefferchance, 6,9% Glückstrefferchance, wenn wir eine Barriere haben, das ist super. Und 10,3% Kostenreduktion für Essenz. Das kann man natürlich irgendwann auch eventuell vernachlässigen, wenn wir überall einfach den Max-Roll haben oder zumindest annähernd den Max-Roll haben. Und hier habe ich mir jetzt den Aspekt drauf gehauen. Jedes Mal, wenn einer eurer beschworenen Diener einem Gegner Schaden zufügt, erhält er 3 Sekunden lang 14% Angriffsgeschwindigkeit bis maximal 42%. Sinnvoll. Auf jeden Fall, wenn ihr mit Dienern spielt. Dann haben wir hier natürlich einen Amethysten drin. Ich meine, das müsste der Königliche schon sein, mit 8% Schaden über Zeit. Selbstverständlich auch bei unserem Zauberstab. Bei Kopf, Brust und den Beinen haut ihr euch oder solltet ihr euch natürlich Rubine reinhauen in der höchsten Form, in der höchsten Qualitätsstufe. Hier ist noch ein nicht ganz ein Königlicher drin, aber da bin ich, wie gesagt, das geht recht fix, dass wir das dann auch ersetzen können. Angriffsstärke seht ihr, sind wir bei 12.178, das ist ein guter Wert. Rüstung, ja, ist noch Luft nach oben. Ich will auf jeden Fall wieder an die knappen, ja, 80% kommen. Ja, will ich 60, 65, 70% kommen. Und beim Leben ist auch noch Luft nach oben. So, meine Lieben, dann die Fertigkeiten. Hier geht. Wenn ihr auch diesen Flow erleben wollt, natürlich auch vorausgesetzt, dass ihr ungefähr solche Items habt, wie ich sie trage, geht ihr auf jeden Fall mit einem Punkt in die blutige Ernte, dann in die verbesserte blutige Ernte und die blutige Ernte des Akolyten, kommt dann runter zu den Kernfertigkeiten, geht hier, bei mir ist es aber auch über ein Item, mit 4 Rängen in die Pest, in die verbesserte Pest und in die übernatürliche Pest, dass wir eben und unsere Diener Gegnern in der Nähe 15% mehr Schaden zufügen, wenn die Gegner in der Reichweite von Pest sind. Gehen mit 3 Punkten in das geschundene Fleisch, kommen runter zu den Leichenfertigkeiten und makabren Fertigkeiten, gehen natürlich mit 3 Punkten in die Beherrschung von Skelettkriegern. 1 Punkt Bluternte, 3 Punkte kraftbringender Tod. Gehen hier zumindest mit 7 Punkten, ist aber wie gesagt auch 3 Ränge über das Amulett. Also 4 Ränge in die Leichenexplosion, in die verbesserte und in die verpestete Leichenexplosion. Kommt runter zu den Fluchfertigkeiten, setzt 3 Punkte in die Umarmung des Todes. Nahe Gegner erleiden durch euch 6% mehr Schaden und fügen euch 9% weniger Schaden zu. Das ist ganz gut, finde ich. Dann ist das natürlich hier der Hammer. Verstärkter Schaden, ihr fügt verfluchten Gegnern 24% mehr Schaden zu. Dann haben wir Altern, auf jeden Fall das verbesserte Altern und auf jeden Fall auch das abscheuliche Altern, dass wir eben die Abklingzeit unseres Knochensturms damit eben verringern können.
gehen mit 3 Punkten in die Beherrschung von Skelettmagiern, kommen runter zu den Leichenfertigkeiten und makabren Fertigkeiten, gehen eben mit auf jeden Fall 3 Rängen oder 4 Rängen in die Leichenranken, in die verbesserten Leichenranken und in die verseuchten Leichenranken, gehen mit 3 Punkten in den nekrotischen Panzer, 1 in die Verfolgung des Schnitters, 3 in die Schwermut und dann habe ich hier 1 in den Schrecken. Da könnte man sich eventuell nochmal überlegen, ob ich irgendwo was abzwacke. Momentan hilft mir das. Allerdings glaube ich, dass wir hier keine Möglichkeit... Gut, ich könnte natürlich vom verstärkten Schaden etwas runtergehen. Nee, dann wird das so bleiben. 1 Verfolgung des Schnitters, 3 Schwermut und ein Punkt in den Schrecken. Kommt dann zu den ultimativen Fertigkeiten, nimmt 3 in den inspirierenden Anführer, 3 in den versessenen Kommandanten und für mich halt als Sicherheit, bis wir vielleicht auch die entsprechenden Ringe haben und beziehungsweise die anderen Paragon-Boards uns noch erspielt haben, freigeschaltet haben, die Glyphen hochgelevelt haben, setze ich hier auf jeden Fall noch in den Widerstand des Todes. Gehen natürlich in den Knochensturm, in den obersten Knochensturm und in den überlegenen Knochensturm. Jetzt habe ich gerade einen Fehler entdeckt. Okay, das ist super. Ich hatte den Golem nämlich vergessen, weil mit dem spielen wir ja nicht mehr. Das ist gut. Dann packen wir doch das gleich in die lähmende Dunkelheit. Vielleicht mit 1. Machen wir das so und den letzten Punkt nehme ich in die Leichenranken. Machen wir es doch so. In die Leichenexplosion. Haben wir wieder was gelernt. Okay, jetzt passt's. Ja, Golem hatte ich vergessen. So muss es natürlich aussehen und geht dann zuletzt unten in die Schattenseuche. Paragon haben wir jetzt 3 Boards. Fast komplett gefüllt, bevor die Reise weitergeht. Ihr orientiert euch im Starterboard nicht an der rechten Seite, so wie es vorher war, sondern ihr geht links hoch. Nehmt auf jeden Fall die Abhärtung mit. Den hier braucht ihr nicht, das 2% maximales Leben. Geht hier hoch, nehmt den Glyphensockel natürlich mit, setzt hier den Grabhüter ein. Der ist bei mir leider erst auf Level 8, also Stufe 8. Aber immerhin machen wir nochmal 12% mehr Schaden, bekommen 120 Rüstung, bekommen 12 Intelligenz und haben den Effekt, für jede Leiche in der Nähe verursacht ihr 2% mehr Schaden bis maximal 12%. Also auf jeden Fall ein Damage-Output, finde ich super. Geht dann hier runter, nehmt die 2 blauen noch mit, auf jeden Fall die Krönung. Nochmal 20% Schaden und 4% maximales Leben. Und je nachdem, wenn ihr die Voraussetzungen halt auch erfüllt, kriegt ihr den Bonus selbstverständlich auch. Nehmt die Bewahrung mit und das Wissen. Geht dann hier hoch, kommt in das 2. Board. Das ist das Board mit dem legendären Knoten, dem Blutbad. Brauchen wir allerdings nicht aktivieren. Geht hier hoch. Nehmt euch hier die Glyphen mit, setzt Ausbeuten rein, immerhin jetzt schon bei Stufe 6, 17,3 Schaden gegen verwundbare Ziele. Wenn ihr einem verwundbaren Gegner Schaden zufügt, wird euer Schaden 6 Sekunden lang um 1% erhöht bis maximal 10%. Geht hier rüber, nehmt die magischen Knoten mit, nehmt natürlich gehärtet mit 20% Schaden, während ihr gestellt seid und nochmal 10 Intelligenz. Geht dann hier gerade hoch. Nehmt euch auf jeden Fall hier bis auf den linken Außen, nehmt ihr die blauen Noten mit und das Kraftpaket, 25% Schaden im gesunden Zustand und eben 45% Überwältigungsschaden. Kommt dann in das 3. Board, das 3. Board ist das Board mit dem legendären Knotengeruch des Todes. So, geht hier treppenmäßig runter, nehmt euch hier alle blauen Noten mit und natürlich den Untergang. 25% Schaden gegen gesunde Gegner, 15% kritischer Trefferschaden. Geht dann Richtung Geruch des Todes, nehmt euch den natürlich mit. Wenn sich mindestens 2 Leichen in der Nähe befinden, erhaltet ihr 15% Schadensreduktion. Wenn sich keine Leichen in der Nähe befinden, verursacht ihr 15% mehr Schaden. Also auf jeden Fall eine Win-Win-Situation mit diesem Knoten, sehr, sehr wichtig. Geht dann rüber Richtung Glyphensockel, nehmt unten noch
Totgeweiht mit den umliegenden blauen Notes. Geht hier hoch und nehmt hier diese blauen Notes auch noch mit, natürlich mit der Bewahrung. Geht dann eben rechts rüber, hoch und geht hier nochmal runter auf die 7,5 kritischen Trefferschaden. Dreimal und dann eben auf die Korrektur. So, nächste Board werde ich euch dann beim nächsten Video mitteilen. Wir sind jetzt aktuell Level 75. Ich denke, wir werden uns mit 85, Ende 80, vielleicht Anfang 90, werde ich nochmal ein Video raushauen. Dann seht ihr, wie es mit den Paragon-Boards weitergeht. Ich kann nur so viel verraten, es spielt sich so deutlich besser, deutlich angenehmer, deutlich flüssiger, deutlich risikoreicher, dass wir auch wirklich in die Vollen gehen können. Das war ein Versuch bei dem letzten Bild, dass ich mal Altern und die eiserne Jungfrau als Fluch verwendet habe, aber es hat sich irgendwie nicht so ganz rund angefühlt, für mich. Es ist ja, wie gesagt, auch Geschmackssache. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass es euch was bringt. Probiert es aus. Ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt auch gerade so ein bisschen unschlüssig seid und ihr wisst nicht so, will ich denn jetzt spielen? Und es ist natürlich unglaublich itemabhängig. Ja, leider beim Totenbeschwörer mit Dienern nach wie vor. Wir sind leider auf einzigartige Ausrüstungsgegenstände angewiesen. Das macht natürlich das Spielen dann doch etwas zeitaufwendiger, dass wir eben die erforderlichen Dinge erstmal uns erfarmen müssen. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr das so macht, dann habt ihr ein angenehmes Spielen. Auf jeden Fall. So, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin meine Videos guckt. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich wieder so einen großen Zuwachs bekommen habe seit der Season 3. Freue ich mich riesig. Und danke, danke, danke. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlässt. Vergesst dann nicht, die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer auf aktuellem Stand gehalten, wenn ich wieder ein Video hochlade. Bis dahin oder bis zum nächsten Mal. Vielmehr wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Diablo 4. Haut rein, habt Freude. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Macht's gut. Ciao.